Grüß euch auf meinem YouTube-Channel. Ist schon eine Zeit her, wo ich euch ein Video präsentiert habe. Nun hat das Warten ein Ende. Das war ich mal zu Gast im Wald am Schauerpass bei der ersten Klasse Murmürz B in der 15. Runde. Dort traf der erstplatzierte SV Wald auf den 12-platzierten SV Trabach. Gespielt ist vorhin am 1.4.2017 und 130 Zuschauer waren live dabei. Schiri von dem Spiel war Markus Schweiger. An der Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken beim SV Wald, dass ich das Spiel aufzeichnen habe dürfen und live dabei sein habe dürfen. Dankeschön. Wir sind in der 17. Minute Eckstoß für den SV Wald. Stefan Brandner zieht ab und trifft zum 1:0 für den SV Wald. Und weil es da so schön war, da nochmal die Wiederholung. Nummer 10, Brandner Stefan. Achter 20. Minuten, Ivan Kosic geht durch, passt zu Stefan Brandner. Der zu Uda und Tor für den SV Wald. Jetzt steht es 2:0. Und nun zur Wiederholung. Der 50. Spielminuten. Abstoß für Wald geht ins Mittelfeld, aber dann passiert der Ballverlust. Jetzt geht Trabach nach vorne. Passt in den Strafraum, dann ein weiterer Pass und jetzt ist Tor für Trabach. Jetzt steht 2:1. Der 50. Spielminuten, Einwurf für Wald. Jetzt ist der Ball weg. Christoph Bartl lässt die Abwehr hinter sich und trifft zum Ausgleichstreffer. Jetzt steht es 2:2 für Trabach. We'll be right back.
gestern im Wald. Es war nur ein Wald gegen ein paar Woche. 2:2 Torschütze. Meine Nummer gesehen. Keine Nummer gesehen. 58. Spielminuten. Abstoß Wald geht weit nach vorn. Dann der Köpfler in Strafraumnähe. Da steht Andi Wils bereit und hebt den Ball ins Tor zum 3:2 für Wald am Schoberpass. Spielminuten, Freistoß für Wald. Da hält Benjamin Schwarz die erste gelbe Karten wegen zu hartes Einsteigen. Schauen wir uns gemeinsam durch die Wiederholung nochmal an, um jeden Zweifel aus der Welt zu schaffen. Die 66. Spielminuten. Die gelbe Karten kriegt diesmal Bartel Christoph von Traboch für zu hartes Einsteigen. Nach der 60. Spielminuten durch den Ballverlust von Traboch geht jetzt Wald nach vorne. Sofort passt er zum Udo, der verliert ihn kurz, dann passt er in den Strafraum, wo Andi Wils wartet und den Ball ins Tor köpfelt zum 4:2. Der 70. Spielminuten. Wald ist am Ball. Passt in den Strafraum zu Andi Wils. Dieser zu Udo. Dann das Foul von Sommer Daniel, der dafür gelb sieht. Das bedeutet in der Position 11 Meter für Wald. Jetzt die Wiederholung. Wir sind noch immer in der 74. Spielminute. Durch das Foul von Traboch macht sich jetzt Udo Sven Landl bereit, den Elfmeter zu verwandeln. Was ist denn?
Udo zieht ab und trifft zu 5 zu 2 für Wohed. Gratuliere, Udo. Und weil der Elfmeter so schön war, schauen wir uns das nochmal an. Neuer Spielstand 5 zu 2. Achtundachtzigste Spielminuten, Abstoß für Wald. Salva am Ball. Jetzt ist der Ball weg. Dann das Foul, was mit Gelb bestraft wird. Und wie immer können wir in der Wiederholung nachschauen, ob das berechtigt war, die Gelbe zu geben. Neunzigste Spielminuten, Freistoß Traboch. Doch Luke ist auf seinem Posten. Luke schießt aus und dann der befreiende Pfiff des Schiedsrichters. Er beendet das Spiel. Somit gewinnt der SV Wald 5 zu 2 gegen den SV Traboch. Ich danke euch fürs Zuschauen und bitte euch einen Kommentar da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Das nächste Spiel, was online kommt, ist dann SV Wald gegen TuS St. Stephan Landl. Also nicht verpassen. Bis bald, euer Spani 021.